Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Island. Wir müssen gießen. Und ich kann das ernten, sehe ich gerade. Brauchen wir gar nicht gießen. Können wir auch ernten. Muss ich jetzt das gießen, dass das nochmal wächst? Oder nicht? Wir gießen einfach. So, ist ja jetzt kein größeres Problem. So, ich muss gerade mal gucken, wie viel Schrott haben wir denn? Schrott haben wir genug, also nicht genug. Müll, den kann ich jetzt noch. Ich glaube, wir brauchen noch mehr solcher Kisten. Oh, wobei. Seetang-Essenz. Bronzene Gänseblümchen kann ich noch verkaufen. Der Temporing. Was macht der denn? Erhöhtes Werkzeugnutzungstempo. Okay. So, den müssen wir dahin tun. Den kann ich nämlich hier reinpacken. So. Dann, ich habe doch noch Blumen. Die könnte ich noch mitnehmen für zwei Damen hier. Und dann müssen wir den Erdriesen noch befreien, ne? Oh, öffne das Tagebuch um die Belohnung. Die ist das. Belohnung beanspruchen. Aufnahmeprüfung. Besiege 30 Feinde. Ach so. Museumserweiterung, da sind wir dran. Befreie den Erdriesen. Korallenstandorte, das machen wir jetzt da, dass wir das abliefern. Bei Sam. Hi. Wir füllen unsere Vorräte jeden Frühling wieder auf, so erinnert man sich leichter daran. Frühling, Vorräte auffüllen, verstehst du? Apropos saisonale Sachen. In dieser Jahreszeit gibt es Tulpen, Wasabi und Sellerie. Was noch? Moment mal, streich das mit der Sellerie. Ich glaube, Sellerie hat noch nicht Saison. Mein Fehler. Ja, sie kriegt einen Strauß. Ich kann das nicht essen, Karl. So verschwenderisch. Das hätte länger wachsen müssen. Okay. Blumen kommen bei ihr gar nicht gut an. Hi Emily, heute ist es viel zu schön, um drinnen zu bleiben, oder? Um die Farm deiner Großeltern hat sich lange niemand gekümmert. Das hättest du sehen sollen, das war kein schöner Anblick. Bürgermeister Connor wollte daraus einen Gemeinschaftsgarten machen, bevor du eingezogen bist. Ich bin übrigens froh, dass du das gemacht hast. Jetzt wird sich jemand um das Land kümmern. So. Hat noch nicht offen, ne? Stimmt. 8.20 Uhr. Ist das der einzige Mülleimer? Jim, jetzt wo der Frühling endlich da ist, kann ich wieder mit dem Sammeln von Shiitake beginnen. Wie gut kannst du angeln, Karl? Nicht gut. 8.40 Uhr. Habe ich noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Ah, Müll. Einmal Kompost. 8.50 Uhr, 9 Uhr. Sehr gut. Dann können wir hier nämlich den Dings verkaufen. Geschäft.
So, Gänseblümchen. Eins wollte ich nur verkaufen. Die ist noch nicht da. Sonst hätte ich der nochmal Blumen geschenkt. Aber gut, kriegt sie jetzt keine, kriegt sie später mal. Dann gehen wir jetzt mal in die Mine wieder. Und gucken mal, dass wir... Oh, den muss ich noch gießen, sehe ich gerade. So. Kompost, Saft. Die haben wir da drin. Irgendwas, was ich hier essen kann. Monsteressenz. Seidiges Fell, Bodenstoff. Ah. Ich müsste halt kochen, ne? Aber dafür brauche ich eine Erweiterung vom Haus. Das lassen wir mal hier. So. Dann habe ich alles Nötige dabei, würde ich sagen. Dass wir mal gucken können, dass wir in der Mine noch was weiterkommen. Wie gesagt, mit dem Erdriesen muss ich gucken. Was wir da genau tun müssen, das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich rausgefunden. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur noch nicht tief genug. So, Schacht Nummer 10. Ach, hier ist gar nichts, ne? Stimmt. Ein tiefer. Keine Monster hier? Doch, haben wir doch. Numero uno. Oh, was sind das für welche? Der ist auch neu. Noch mehr? Irgendjemand? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Da oben ist noch eins. So, die hätten wir schon mal. Dann brauchen wir auf jeden Fall das Kupfer da oben. Das müssen wir definitiv mitnehmen und dann können wir anfangen, den zweiten Eingang zu suchen. Beziehungsweise halt den Ausgang, ne? Kann überall sein. Ich würde tatsächlich fast vermuten, dass der hier irgendwo im mittleren Ding drin ist. Aber ist nur so eine vage Vermutung. Kann hier natürlich völlig falsch liegen. Unter den kleinen
ist er nicht. Wenn dann unter den größeren hier. Da haben wir ihn doch. Sehr gut. Das nehmen wir mal direkt mit. Wir haben nicht mehr so viel Energie, ne? Ich dachte, da kriegen wir was, wenn wir den kaputt machen. Scheint aber nicht so. Mal gucken, ob wir noch in die nächste Etage kommen. Ich bräuchte eigentlich erst eine Küche und was zu essen, ne? Dass wir auch genug Energie haben, um das... Aber ich kann doch... Moment, ich kann doch... Aus Müll kann ich doch, glaube ich, dieses... was Essen herstellen, ne? Ich glaube nicht, dass wir noch in die nächste Etage kommen. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Also wenn man da halt mit der Suche hier kein Glück hat, haben wir eine Geode gekriegt. Ja, lassen wir das. Ja, möchte ich. Wie weit sind wir denn mit unserer Aufgabe? Aufnahmeprüfung. Auch noch nicht so weit. Ich bin nicht so der Waffentyp, also schürfe ich höchstens auf Stufe 2. Aber ich trage trotzdem Rüstung, weißt du? Nur für den Fall. Na los, wir brauchen hier noch ein paar Drinks. Die nächste Runde geht auf mich. Dann könnten wir jetzt beim Schmied noch vorbeischauen. Wie spät haben wir denn? 17 Uhr. Wir können hier doch irgendwohin Schnellreise machen, oder? Hä? Wo sind die denn? Bürgermeisterhaus? Zu Hause? Es gibt hier doch irgendwo Schnellreisepunkte, oder? Achso, nee, das können wir nur von einem Schnellreisepunkt aus machen, ich Nudel. Nicht einfach so. Vergessen. So, aber dann können wir gerade mal gucken, was wir denn brauchen für Erweiterung, dass wir eine Küche kriegen. Das wäre vielleicht nicht uninteressant. Viel Holz wahrscheinlich. Oh, bis 17 Uhr haben die nur offen. Na gut. Hi Archie, unsere Basis wird von seltsamen Leuten besetzt. Und sie riechen nach Öl, ich mag sie nicht. Mein Fernglas nützt dir nichts, es gibt nichts Geheimnisvolles zu sehen. Alles ist leicht zu erkennen. Aber im Wald, dort gibt es jede Menge interessanter Dinge zu sehen. Ah, hier komme ich gar nicht durch, ne?
Da komme ich ja gar nicht durch. Dann gucken wir morgen mal, dass wir irgendwie Dings machen können. Kohle haben wir hier. Geode behalte ich. Erdessenz. Stein. Bronzeerz. Oh, das können wir schon mal wieder verarbeiten. Holz. Seidiges Fell. So, hier haben wir zum einen die Gießkanne. Die Axt. Nee, das sollte nicht dahin. So, Sense. Und Angel. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal alles. Zuckerrohr, Karotten. Kann ich hier nämlich den Ofen mal anwerfen. So. Passt. So, damit beenden wir dann nochmal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.